So, das, du, was hier langfliegt? Ja, fliegt im Kreis um dich herum. Wo bist denn du? Da oben, da unten. Nee, wo bist denn du? Da oben. Hä? Wieso fliegt denn das im Kreis um dich herum? Weil es na, ganz einfach. Ich bin, als das Tier geflogen kam, da bin ich ganz schnell weggegangen. Mhm. Siehst du, jetzt fliegt eins im Kreis. Ja. Nee, meins fliegt nicht im Kreis, meins ist hinter mir. So, ich mach mal eben schnell hier mal ein bisschen Platz. Also, wir brauchen wohl ein Sägewerk, um einen Webstuhl herzustellen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Platz. Jetzt haben wir Folgendes. Ich habe mir jetzt mal eben eigentlich nur eine gebaut. So eine Werkbank soll das eigentlich sein. Jetzt sind die... Doch, ist eine da? Ja, eine große Werkbank. Und ich habe eine Eisenkette. Jetzt müsste ich mit der Eisenkette... Ey, gucke, da ein fliegt den Kreis. ...ein Sägewerk bauen können. Ja, oder? Man braucht wohl Eisen, Eisenketten. Aber ist vielleicht hier falsch. Gehen wir mal hier hin. Hm. Eisen und Eisenketten. Dann kann ich die erstmal hier reinhauen, weil ich nämlich nicht weiß, warum ich jetzt zwei gemacht habe. So, stelle mich mal hier hin. Eisen, Eisenketten, Sägewerk. Na bitte, geht doch. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir zum Sägewerk. So. Jetzt stelle ich das hier drüben hin. So. Und jetzt würde ich gucken, jetzt müsste man den Webstuhl... Ah, Webstuhl. Jawoll. Jetzt haben wir den Webstuhl. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Komm mal weg da, du doofes Ding. So. Webstuhl. Und jetzt können wir an den Webstuhl gehen. Und jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal, was wir jetzt alles bauen können. Ja, neue Sachen erfunden. Aha, da haben wir gerade was gehabt. Seide. Warte mal. Ah ja, Seide. So. Papi, ich will bald wieder nach. Und jetzt müssten wir rein theoretisch. Pass auf. Goblin-Kampfstandarte. Das haben wir schon gehabt. Jetzt gucken wir hier mal rein. Ein unartiges Geschenk. Wir brauchen Seide 20 Mal und Ektoplasma und Seelen des Schreckens. Also Ektoplasma brauchen wir und was Seide. Was war das? Das ist das für einen Frostmund, glaube ich, das unartige Geschenk. Ich bin mir zwar jetzt nicht so ganz sicher. Den können wir aber, ja, bei den Hilfen abrufen. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Ektoplasma. Bitte mal. Und Spinnnetze. Hast du irgendwo noch Spinnnetze? Wenn du sagst, wenn du mir irgendwelche Spinnnetze irgendwo findest, sag mal Bescheid. Hier haben wir noch ein paar. Was ist denn das hier? Doppelgreifer. Ja. Wenn du irgendwo Spinnnetze in irgendeiner Kiste siehst, wir müssen irgendwo Spinnnetze gefangen. Ansonsten gehen wir nochmal schnell runter in den Keller und holen nochmal. Ah ja, hab schon. Okay. Und dann? Was sprechen wir dann noch? Ich guck gleich mal. Gehen wir mal hier rein. Seide auf jeden Fall. 7. Jetzt müssten wir noch ein bisschen was zusammen haben, ne? Geh weg da, du. Wir haben immer noch nicht 20. Ektoplasma haben wir, Seele des Schreckens fehlt noch 18. Zweimal, ich brauche noch ein bisschen Spinnnetz. Ein kleines bisschen Spinnnetz brauche ich noch. Wie viel bräuchtest du denn? Naja, noch zwei so eine Seitenrollen brauchen wir. Da müssen wir in den Keller runter. Ja, im Keller unten ist auf jeden Fall Spinnnetz, aber ich bin mir fast sicher, dass hier oben auch irgendwo noch irgendwas gelagert ist. Ja, du hattest doch nämlich irgendwann mal ein Bächel, oder? Ja, sollte zumindest so sein. Hier, irgendwo hier habe ich Spinnnetz abgepackt. Eine ganze Menge. Wenn du irgendwo es siehst, sag Bescheid, ne? Achso, hier ist ein tolles Buch drin, ne? Das böse Buch. Ja, das spuckt Skelette. Ja, pass auf, ich gehe schnell runter, ich hole schnell noch ein bisschen Seile. Warte, pass auf, ich hüpfe hier mal, ich mache mal einen Abflug nach unten. Dann holen wir eben mal Spinnnetz. Da war auch schon, da waren schon noch Steine. Aber der kämpft ja gar nicht. Dieses kleine Bäumchen läuft nur hinterher. So. Ordentlich nice. Spinnnetz reingesammelt hier. Ja, ja. Na, noch schaffen wir das aber nicht mit dem. So schnell geht das nicht. So schnell schießen die Preußen nicht. Also, weil ich jetzt dazu sagen muss. Er ist schon Preuße, ne? So. Ich hab 100 Mal ein Auge bekommen.
Kannst du das lesen? Du kannst doch noch. Wo weißt du, dass das ein Wanderer ist? Ja, weil ich die ganzen Gegner bekämpft habe. Und da kannst du jetzt schon erkennen, dass da unten ein wanderndes Auge steht, oder was? Mhm. Du bist schon ein kleiner Gauner, bist du schon. So, ich habe nochmal ein Spinnnetz geholt. Zack, jetzt machen wir noch die zwei Tücher. Zweimal Seite, kriegen wir noch hin. Alles klar. Du beschützt mich, ne? Mhm. Zweimal Seite. Was ist los? Wo stehe ich? Stehe ich hier falsch? Ach, hier muss ich hin. So. Kämpft der Baum? Nee, ne? Nee. Jetzt brauchen wir noch Seele des Schreckens. Ich hoffe, dass Seele des Schreckens. Ansonsten müssen wir die Zwillinge rufen. Aha, hier haben wir auch Seele des Schreckens. Und jetzt bauen wir ein unartiges Geschenk. Wo bauen wir das eigentlich? Ich glaube hier, an der Werkbank, oder? Wir müssen. Oder hier an der Werkbank? Kriegen wir nicht von Zwilling, von Skeleturm Freien, kriegen wir die hier. Na guck mal, wir können auch Betten bauen. Betten und so. Was brauchen wir jetzt? Ah, einen Amboss. Amboss, den Amboss. Komm, wir machen es einfach mal. Wir können da einfach nachher noch eins bauen. Ich bin mal gespannt. Wir rufen jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal das unartige Geschenk. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Inventar ist voll. So wird die Nacht umgehen. Ich gehe schon mal in die Arena. Ja. Geh mal in die Arena, das kann gut durchaus wichtig sein, das ist eine Kocke schlechte Idee. Ich schalte mal an. Und? So, okay. Ich baue ein unartiges Geschenk. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was dann passieren wird gleich. Ich packe erstmal ein paar Dinge hier weg, das schaurige Holz. Ist angeschalten. Okay, sehr gut, du bist gut vorbereitet. Das ist noch weg. So, okay. Ich werde es einfach mal ziehen. Dann werden wir sehen, was passiert. Der Frostmond geht auf. Jetzt bin ich gespannt. Da kommt ein Zombie-Elf. Ach, du guck mal, wie. Guck mal, wie stark der ist. Hast du bei dir auch einen Zombie-Elf gesehen? Und die Musik ist ja der Hammer. Die ist ja geil. Ich höre noch bei mir nach. Echt? Ja. Ich höre richtig Rockmusik. Na, das kommt bestimmt gleich bei dir. Ein Lebkuchenmann. Hast du gesehen? Ein Lebkuchenmann. Das ist ja der Hammer, ja. Coole Mucke. Bei mir geht irgendwas nicht. Na, Hauptsache du kämpfst gut hier. Das wäre wichtig. Bei mir kommt hier aber nicht die Musik. Das klingt so ein bisschen wie Weihnachtsmusik, die aufgepeppt wurde. Da haben sie die Macher von Terraria schon wieder. Jetzt kommt gleich Bogenschützen mit dazu. Wir sind hier eingesperrt. Komm mal aus dem Loch da raus, bitte. Immerchen kommen dazu. Das ist ja wie bei der Goblin-Omni. Oh, und da kommt der Weihnachtsbaum. Na dann komm wieder, bleibe ruhig. Bleibe doch mal entspannt. Jetzt bleib doch mal entspannt. Ich gehe mich erstmal zur Krankenschwester ein Heilchen nehmen. Ja, mach das mal. Mach dich mal gesund. Bei mir ist ja der Tannenbaum. Bei dir ist der Tannenbaum? Was macht denn der da oben? Das hat er sich schon wieder erwischt. Aber bei mir kommt immer noch die Musik. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja witzig, die Musik ist ja auch cool. So geht er. Bist du wieder da? Hm? Geh dich heilen. Bei mir ist er wieder. Schon wieder bei dir? Sonst geht er auf mich ab. Der geht immer auf den Schwächsten los, das bist halt in dem Fall du. Es kommt doch hinterher, ne? Guck mal, der schießt aber auch stark. Der ist ganz stark, ist der. Bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich höre Weihnachtsmusik. Natürlich hörst du Weihnachtsmusik. Nee, ich höre ganz normale Musik. Ist doch egal, kämpf gegen den Baum. Ist doch ganz egal, was du für Musik hörst. Hauptsache, du machst den Baum platt. Na, Hauptsache, der ist bald kaputt. Guck mal, der ist doch voll gesund, ist der noch. Das sehe ich. Wir hätten ihn in der Arena einsperren müssen. Wo bist denn du? Ist das schon wieder bei dir?
Eltern gesagt. Ich versuche jetzt mal wirklich den so zu erwischen. Das heile ich mich zwar natürlich nicht. Oh, jetzt geht's weiter. Wir haben. Jetzt kommen die nächsten. Jawohl, wir haben ihn kaputt. Aber es kommt noch mehr davon. Ach du Scheiße. Kommt noch mehr davon, ey. Hoho. Und du hast dich schon wieder erwischen lassen. Immer auf den Schwächen geht er los. Ja, geht doch gar nicht. Du bist immer nur, du rennst immer nur im Weg rum immer wieder. Papi, können wir die Kopfhörer wechseln? Jetzt kannst du bitte erstmal gegen den Baum kämpfen. Nicht so mit niederen Problemen beschäftigen gerade. Wir haben ja ernsthafte Probleme gerade. Wo bist denn du? Hier im Haus haben mich bei der Krankenschwester. Das ist gar nicht so schlecht. Ich brauche nämlich jemanden, der gesund ist, weil ich bin nämlich als nächstes dran sonst. Mich erwischt auch schon bald. Komm, kämpfen hier. Mach den platt, den doofen Tannenbaum da. Du hast den dir gewünscht. Nee, du. Du hast ihn dir gewünscht. Du hast gesagt, du willst gegen Frostmund kämpfen, jetzt kämpf auch gegen den Frostmund. Jawohl, wir haben ihn platt. Was kommt jetzt? Ja, lass mich mal auch was einsammeln davon. Jetzt hast du dir eine eingesammelt. Du bist ja ein Superheld. Du bist ja richtig nett, bist du. Kumpel. Okay, pass auf. Ja, ich muss mich erstmal wieder heilen. Und ich brauche auch mal. Am besten ist der Longin in die Arena. Ich rufe hier mal schnell meinen kleinen Freund, den ich gerne lieb. Ja, ja, warte. Mimik, aha. Immer schrei. Haben wir ein Blatt? Lass mich auch mal einsammeln. Oh, du lässt mich nicht einsammeln. Mach, hier ist ein Helikopter, guck mal. Du musst einfach schneller sein. Du bist. Was ist denn heute los mit dir? Du musst einfach schneller sein. So, wie viele Welle ist denn das jetzt schon? Was kommt denn jetzt noch? Hier sind noch ein paar so eine Sternchen. Sieht es mir sehr gut aus. Ich bin in einem schweren Kampf hier. Was ist denn hier ein schwerer Kampf? Wo bist denn du? Hier ist noch ein Helikopter. Die Steuerung will nicht. Was ist denn das? Der Nussknacker? Der Nussknacker kommt. Dieser doofe. Oh, der ist stark. Oh, es sind gleich zwei Tannenbäume. Ach, du grüne Meine. Bin schon erwischt. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Pass mal auf. Ich hau mal ab hier mit den Bäumen. Ich versuche die mal mitzunehmen. Ach, du grüner, ja. Hier sitzt Teig. Super, dann haben wir erstmal ganz gut überstanden den Kampf. Super. Der Baum ist noch da. Jetzt rennt er weg. Taut er ab, der Baum. Was Tag ist. Den kriege ich auch nicht mehr. Er ist schneller als ich. Gut. Und der andere hat sich in die andere Richtung gerannt. Aber das mit dem Frostmond, das war jetzt eine ganz schöne Herausforderung, ne? Gibt's und wir haben nicht mal irgendwas Gescheites eingesammelt, gar nicht. Ich habe nicht mal irgendwas Cooles gekriegt, nicht? Gar nicht. Nichts Gescheites bekommen. Ich habe nichts gekriegt, außer ein doofes Geschenk. Ein Geschenk hast du bekommen? Hm? Was denn für ein Geschenk? Ein blaues. Ach so, ein blödes blaues Weihnachtsgeschenk oder was? So ein doofes? Mhm. Naja, das kannst du wegschmeißen. Tja. Aber die Krankenschwester, die hat überlebt. Ja. Okay, also was jetzt am Frostbund zu geil sein soll, ich weiß es nicht. Ich habe im Frostbund nichts am Hut. Irgendwie, das war gar nicht so geil, war das. Überhaupt gar nicht. So. Aber anders als du dir vorgestellt hättest. Ja. Ich habe mir schon ein Video da angesehen. Vielleicht hätte ich vielleicht von Anfang an mit dem Terrorblade kämpfen sollen. Wäre das vielleicht besser gewesen? Ich weiß es nicht. So. Aber wir brauchen noch ein paar Sachen vom Golem, würde ich sagen, ne? Ja, das heißt, da kann ich eine schwache Fernkampf. Waffen nehmen, die 31 Schaden macht. Wir gehen mal noch ein paar Mal gegen den Golem kämpfen. Ich will mal gucken, das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Aber ich brauche erstmal diese Golem-Teile. Haben wir noch welche hier? Ja,
Ich habe sie schon eingesammelt. Du hast sie eingesammelt? Jo. Du darfst ihn jetzt auch rufen. Ich mache kurz eine Aufnahmepause und dann kämpfen wir nochmal gegen den Golem, ja? Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.